Hey Leute, ich bin's, MacPaverick. Ja, in diesem Video hier möchte ich euch einmal ein Programm vorstellen, das kostenfrei ist und das ihr nutzen könnt, um ja Animationsfilme oder auch Computerspiele selbst zu programmieren. Das Gute dabei ist, ihr müsst keine Programmiersprache anwenden, sondern ihr habt hier solche Bausteine, die ihr ja wie Lego-Bausteine im Prinzip zusammenführen könnt. Das Ganze muss natürlich einen Sinn ergeben, aber wenn ihr das erstmal verstanden habt, könnt ihr wirklich tolle Sachen damit machen. Ich zeige euch jetzt mal ein paar Beispiele, also legen wir los. Ja, das Programm nennt sich hier Scratch, ist wie gesagt völlig kostenfrei und es bietet euch eigentlich alles, was ihr braucht. Jede Menge Figuren sind schon mit dabei, auch verschiedene Hintergründe und auch Sounddateien. So, ich möchte euch jetzt erstmal ganz kurz ein bisschen zeigen, was das Programm halt wirklich. Ja, so kann nur andeuten im Prinzip. Ich möchte mal ein ganz, ganz simples ja, Spiel programmieren, wo ich eine Figur einfach nach links und rechts bewegen kann. Daraus könnte man dann im Prinzip einen Jump'n'Run machen. Ich mache das Ganze mit meinen eigenen Figuren, deshalb mache ich die erstmal weg. So, was ich auch brauche, ich brauche Bühnenbilder, also ein Level. So ein Spiel hat ja immer irgendwelche Level, in denen man spielt. Die muss ich jetzt erstmal öffnen. So, als erstes möchte ich einen Startbildschirm haben. Dafür öffne ich hier mein Startbild, das ich vorher gemalt habe. So, und dieses Startbild sagt hier zum Starten Leertaste drücken. Und genau das muss ich jetzt erstmal dem, ja, Programm beibringen. Und da gehe ich hier auf Ereignisse. Es ist immer so, wenn dieses Fähnchen hier angedrückt wird, dann startet man Scratch. Deshalb beginnt das immer hiermit. Das heißt, wenn ich dieses Fähnchen drücke, dann soll er auch dieses Bühnenbild Start hier anzeigen. So, nun ist es so, wenn ich die Leertaste drücke, dann soll er ein anderes Level öffnen. Er soll dann vom Startbildschirm weggehen und im Prinzip das Spiel starten. Dafür muss ich jetzt dieses Bühnenbild auch öffnen. Das habe ich hier einmal Level 1. So, da habe ich es. Ich gehe wieder zurück auf die Skripte und gehe hier auf Aussehen. Jetzt hat er Level 1 auch automatisch gefunden. Ansonsten könnte ich natürlich hier auch zwischen den Bühnenbildern wählen. So, jetzt habe ich also auch das hinterlegt. Soweit, so gut. Wir können es einmal kurz ausprobieren. Ich starte es hier. So, ihr seht jetzt, Startbildschirm ist da. Ich drücke meine Leertaste und mein Level ist da. Wie gesagt, alles sehr, sehr simpel. Jetzt kommen wir zu der Figur. Ja, und zwar möchte ich jetzt, wie gesagt, eine Figur ein bisschen animieren, dass ich sie nach links und rechts einfach bewegen kann. Dafür muss ich sie erstmal öffnen. Das hier ist meine Figur. Ganz wichtig, wenn ihr eigene Figuren malt, die dürfen keinen Hintergrund haben, die müssen freigestellt sein. Also gehe ich hier auf Öffnen. Das ist meine Figur. So, man hat jetzt hier erstmal nur ein Bild. Ihr habt ja eben schon gesehen, ich hatte mehrere Bilder von meiner Figur. Das sind dann die sogenannten Kostüme. Diese Figur muss sich immer wieder verändern, wenn sie sich bewegt. Deshalb muss ich ihr ja verschiedene Kostüme überziehen sozusagen. Dieses Bild hatte ich hier schon geladen. Und jetzt lade ich auch diese anderen Bilder. Ihr seht, das ist eine Figur, die sich nach links und rechts bewegt. So, ich öffne also jetzt alle sämtlichen Bewegungs, ja, Bilder von dieser Figur. So, dann gehe ich wieder zurück in meinem Skript und jetzt muss ich diese Figur programmieren und das mache ich dann wie folgendermaßen. Erstmal Ereignisse. Wenn diese Fahne angedrückt wird, dann soll ja der Startbildschirm erscheinen. Da möchte ich natürlich nicht, dass man dann diese Figur schon sieht. Deshalb sage ich Aussehen, versteck dich. Nun ist es ja so, wenn ich die Leertaste drücke, dann soll das Spiel starten und dann soll man natürlich auch die Figur sehen. Also, wenn Leertaste gedrückt, dann zeig dich. So, nun soll er nicht einfach hier irgendwo rumstehen, sondern ja, soll auch schon am Anfang des Levels im Prinzip, ne, aufgebaut sein. Und deshalb gehe ich dann hier auf die Bewegung. Und zwar soll er dann hier gehe zu. Dazu muss man sagen, dieses Bild hier ist in X- und Y-Koordinaten aufgeteilt. Ihr seht das, wenn ich hier meine Maus so bewege, verändern sich die Zahlen. Und ich möchte, dass er hier so in dem Bereich aufgebaut wird, also bei ja, minus 200 und sagen wir mal minus 50. So, jetzt drücke ich hier mal das Fähnchen an. Das Schöne ist, man kann zwischendurch halt immer aus. Probieren. So, und genau da kann meine Figur aufgebaut werden. Das ist gar nicht mal so schlecht.
Nun soll er in die andere Richtung am besten gleich auch gucken, sondern nicht ja, so weg. Ich möchte also, dass er sich ja, hier so in diese Richtung bewegt. Deshalb sage ich aussehen. Wenn er sich zeigt, wechsle zu Kostüm Seite 1. So, bumm, und schon steht er auch richtig rum. Jetzt finde ich jetzt die Figur viel zu groß für ja, dieses Level. Also kann ich auch die Größe noch verändern. Machen wir mal 50%. So, und schwupp ist er kleiner. So, das sieht schon mal ganz gut aus. Jetzt habe ich meine Figur. Sie steht da, wo sie stehen soll. Sie ist so groß, wie sie sein soll. Und sie hat auch das richtige Kostüm an. Beziehungsweise eigentlich ja nicht. Sie ist ja hier schon im Laufmarsch. Da müssten wir dann wohl doch die 2 machen. So, wenn wir jetzt nochmal starten, müsste er auch wirklich stehen und nicht diese Laufbewegung haben. So, als nächstes müssen wir uns jetzt um die Bewegung kümmern. Und das ist auch wieder ein Ereignis. Und zwar möchte ich die Figur mit den Pfeiltasten nach links und rechts steuern. Und deshalb nehme ich hier, wenn Taste gedrückt ist. So, und da nehme ich dann die Pfeiltaste nach rechts. Ja, nun muss ich festlegen, was die Figur alles machen soll, wenn ich, wie gesagt, die Pfeiltaste nach rechts drücke. Und zwar, ja, soll sie sich einmal bewegen. So. Also gehe, ja, keine 10er-Schritte, soll hier also nur so ja, 3 Schritte kurz mal gehen. Und ganz wichtig, soll diese Bewegung auch anzeigen. Dafür muss ich natürlich das Aussehen öffnen, ändern. Und dafür hatte ich ja hier schon meine Kostüme zuvor hochgeladen. Also sage ich hier wechsle zu Kostüm. Also ich habe hier standardmäßig, wenn da steht, Seite 2. Also muss ich hier Seite 1 machen. So, wenn ich also nach rechts gehe. So, das Ganze soll er dann kurz anzeigen. Diese Bewegung, und zwar für ja, 0,05 Sekunden, soll eine fließende Bewegung sein. Und dann soll er sich nochmal kurz bewegen, und zwar den anderen Schritt sozusagen machen. Dafür muss er dann auch wieder das andere Kostüm anziehen, was ich hier oben schon hatte. So, das Zweier. Wunderbar. Und ja, das soll er auch kurz machen für 0,05 Sekunden. Das ist jetzt hier meine Bewegung. Ich führe das Ganze jetzt mal aus. Ich starte es nochmal. Leertaste drücken. So, Figur ist da am Anfang, wo sie sich aufbauen soll. Und jetzt bewege ich hier mit der rechten Pfeiltaste meine Figur. So, das Ganze kann ich auch mit der linken Pfeiltaste machen. Einfach duplizieren, sage ich. Da kann ich mir mal einfach machen. So, ich wähle dann hier ja, Pfeil nach links aus. Dann soll er die Schritte in die andere Richtung machen, deshalb minus 3. Er soll dann das linke Bild anzeigen. Und hier dann mache ich auch wieder minus 3. Also ich muss natürlich, wie gesagt, die Richtung jetzt ändern, in der er sich bewegt und natürlich auch die Animation entsprechend. So, und jetzt führe ich das Ganze mal aus. Ich brauche auch gar nicht jedes Mal hier dieses Fähnchen zum Starten drücken. Ich kann es auch einfach jetzt ausprobieren. So, ich gehe nach rechts und jetzt gehe ich nach links. Und ihr seht, ich habe hier also ja so ein ganz simples Spiel programmiert. Ihr seht ja hier schon, ich habe hier so einen roten Bereich eingearbeitet in meinem Level. Es ist so gedacht, dass die Figur laufen soll und darüber springen soll. Wenn sie diesen Sprung verfehlt und das Rote berührt oder da reinläuft, dann soll das Spiel zu Ende sein. Ich habe das Spiel schon einmal vorprogrammiert. Ich werde es euch jetzt mal gleich zeigen und öffnen. Und dann können wir uns das Spiel auch mal so ein bisschen noch ja, angucken. So, dann gehe ich hier mal auf Öffnen. Nein, das brauche ich jetzt nicht speichern. So, und dann habe ich hier genau. Beispiel. Dieses Spiel hier habe ich euch auch unten im Beschreibungskasten mal verlinkt. Ein zweites Spiel habe ich euch auch noch verlinkt. Das ist dann als Excel-Datei, das kann man nicht einsehen, aber hier könnt ihr wie gesagt alles einsehen. Und ja, ich starte es einfach mal. Ich mache dazu mal hier diesen Vollbildschirmmodus. Achso, diese Sachen hier soll er natürlich nicht anzeigen. Versteck dich. Versteck dich. So, also nochmal starten im Vollbildschirmmodus. So, Leertaste. Spiel ist gestartet.
So, Figur läuft, 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 läuft. Was macht sie? Läuft rein. Aua, Game over. Toll. Ja. Spiel zu Ende. Ich komme zurück zum Startbildschirm. So, wir starten es einfach nochmal. Diesmal mache ich es besser. Ich laufe, ich laufe, ich laufe und ich springe und drüber hinweggesprungen. Ja, ich habe es geschafft. Und jetzt könnte man es so weiterspinnen oder weiter programmieren, das Spiel. Wenn ich hier aus dem Bild rauslaufe, erscheint das nächste Level. Ja. So einfach könnt ihr, wie gesagt, eure Computerspiele selbst programmieren. Ihr könnt auch, wie gesagt, Animationsfilme damit selber programmieren. Da müsst ihr halt einfach ja, diese Bewegungen hier weglassen. Dann im Prinzip einfach diese Bewegungen gleich ausführen, wenn das Programm gestartet wird und der Figur sagen, was sie machen soll. Dann habt ihr einen Animationsfilm. Ihr könnt, wie gesagt, dem Ganzen noch irgendwelche ja, Klänge, Sounddateien hinzufügen. Ihr könnt aber auch ja, hier so Sprechblasen hineinfügen, wie ihr das eben gesehen habt, als ihr hier reingelaufen ist und Our Game Over gesagt hat. Ja, es ist so vieles möglich. Probiert es einfach mal aus. Wie gesagt, das Programm ist kostenfrei und es ist wirklich ein toller Einstieg, wenn man mit dem Programmieren anfangen möchte. Gerade wenn man ja vielleicht auch so im Grundschulalter ist, auch wenn einige Eltern das jetzt sehen. Vielleicht könnt ihr euer Kind dafür begeistern und ja, der Kreativität sind hier wirklich kaum Grenzen gesetzt und man kann halt wirklich sehr, sehr viel machen. Ich kann es nur empfehlen. Ja, wenn ihr meine Dateien sehen wollt, guckt unten im Beschreibungskasten nach, da könnt ihr die herunterladen. Ich hatte es selber so, muss ich sagen, dass der Virenkiller bei mir angesprungen ist. Er hat die Datei dann durchsucht, hat aber nichts gefunden. Also ich weiß nicht, warum der da anschlägt. Manchmal sind die halt ein bisschen sensibel. Habt da keine Angst, ihr könnt das ruhig runterladen. Wie gesagt, diese Datei hier könnt ihr einsehen. Die andere Datei habe ich als Excel-Datei gespeichert. Habe ich euch aber auch unten im Beschreibungskasten reingeschrieben, welche Datei als Excel-Datei gespeichert ist. Und das andere ist so ein ja, ganz simples Autospiel. Aber wie gesagt, das hier ist ein ganz, ganz simples Jump'n'Run-Spiel. Und wenn euch das nicht reicht hier zum Einsehen, habt ihr auch die Möglichkeit hier auf Scratch zu drücken. Und dann öffnet sich nämlich hier, ja, öffne dich mal die Homepage. Und dann habt ihr die Möglichkeit, hier noch ganz, ganz viele Spiele zu öffnen, diese zu spielen oder eben auch ja, euch diese Programme anzuschauen und zu gucken, wie das Ganze funktioniert. Ja, in diesem Sinne ist wie gesagt keine Werbung, das möchte ich dazu sagen. Ich bin einfach nur begeistert von dem Programm. Gerade für Kinder finde ich das toll, deshalb möchte ich das hier einmal vorstellen, weil viele kennen das sicherlich noch nicht. Ja, also wie gesagt, probiert es mal aus. Ja, mehr gibt es eigentlich auch nicht zu sagen. In diesem Sinne, ich verabschiede mich. Bis dann, euer Mac Peverick.